Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Crime O'Clock mit Volldampf ins Dampfzeitalter. In den Kampf gegen Chimera. Der orange Angriff. Zieh deine Waffen, Detektiv. Ein neuer Kampf erwartet uns. Ein weiterer Schritt, um meine Macht zu vergrößern und die wahre Zeitlinie zu erhalten. Ist das jetzt nur direkt der Kampf? Oder kommt da noch ein Fall? Hier. Die Daten, die ich gesammelt habe, weisen darauf hin, dass dies der Zusammenflusspunkt ist, an dem Chimera ihre Gefäße versteckt hat. Ach stimmt, die Gefäße. Aber sei vorsichtig. Obwohl Rage eher die Zähne zeigt, ist Chimera mächtiger als er es war. Sie wird nichts unversucht lassen, um uns zu besiegen. Ich habe die Umgebung sorgfältig gescannt. Chimera hat die Fragmente ihres Quellcodes in 4 Gefäße eingeschlossen. Erinnerst du dich noch daran, was ich dir erzählt habe, wie die heiligen Steine von Atlantis die benötigte Energie lieferten, um die Subroutinen zu erschaffen, die wir als abtrünnige KIs bezeichnen? Ja, ich erinnere mich. Hätte mich auch gefreut, wenn man daraus 2 Sätze gemacht hätte. Chimera ist verbunden mit dem heiligen Stein der Realität. Sie ist konkret, praktisch. Ich vermute, sie hat Objekte gewählt, die die 4 Elemente für ihren Code repräsentieren. Meine Sensoren deuten darauf hin, dass das erste Gefäß, das wir suchen müssen, die Form eines Behälters angenommen hat, der mit Wasser gefüllt ist. Beeilen wir uns, finden wir ihn. Die Handtasche wird es nicht sein. Warum sollte man Fässer mit Wasser füllen? Warum bin ich zu doof, das Fass anzuklicken? Also, um die Frage zu konkretisieren, warum sollte man hier Fässer mit Wasser füllen? Meine, klar, wenn du irgendwie auf eine lange Schiffsreise gehst oder so, also hat man früher natürlich Wasser in Fässern mitgenommen, da ja Süßwasser brauchtest. Okay, ich glaube, ich habe alle Fässer kaputt gemacht, oder? Das war schon so, dass wir jetzt hier die Gefäße anklicken müssen, oder? Also das ist halt schon der Deal. Na, die Masken werden es nicht sein. Oder müssen wir jetzt einfach ein random Gefäß Ist das jetzt vielleicht einfach hier der große Wassertank von der Stadt? Und nichts, was wir kaputt klicken müssen? Ich habe das irgendwie mit dem Ding hier in Erinnerung, aber vielleicht habe ich das einfach falsch im Kopf. Das kann natürlich auch sein. Ich meine, wir sind im Dampfzeitalter. Hier wird in ungefähr jedem 7. Ei Wasser gespeichert. Da sind noch Fässer, die ich nicht kaputt klicken kann. Interessant. War das echt nicht mit dem Anklicken? Ich hätte schwören können. Aber wir haben literally jetzt, glaube ich, nichts mehr zum Anklicken. Was? Okay, seltsam.
Gefäß, in das man Wasser tut. Es kann halt auch jede Blumenvase sein. Okay, ich bin hart lost. Sag mal. Hier unten, okay. Aber wirklich ganz da in der Ecke. Hier ein Gefäß, das Wasser beinhaltet. Es ist nicht das Fass. Der Tresor wird es halt nicht sein. Digga, hier stehen halt 5000 Vasen. Hier sind auch Fässer. Und ich kann hier halt auch... Ich habe keine Ahnung, was wir suchen müssen. Also so literally überhaupt nicht. Es ist auf jeden Fall nichts, was wir kaputt schlagen müssen. Und es muss ja schon irgendwas was Einzigartiges sein. Es würde jetzt nicht eins von 5000 Fässern sein. Ja, es ist dieser Wasserkrug, der hier steht. Klar. Natürlich. Wie sollst du den finden normalerweise? Ey, come on. Eins gefunden, noch drei übrig. Ich kann schon spüren, wie Chimeras Verteidigung schwächer wird. Ey, so manchmal ist das Spiel einfach so ein bisschen... Wir haben Wasser gefunden. Was fehlt noch? Ah, natürlich, Luft. Ein Konzept, das nicht einfach darzustellen ist. Etwas, das Luft beinhaltet, kann fliegen zum Beispiel. Leicht. Ein Ballon. Natürlich. Ein Ballon. Sprechen wir jetzt von einem großen Heißluftballon? Eher nicht, oder? Wir suchen jetzt hier schon einen sehr kleinen Luftballon. Und ich glaube, den habe ich irgendwo mal gesehen. Da. Wir haben die Hälfte geschafft. Bald kann ich auf Chimera zugreifen und wir können sie konfrontieren und besiegen. Lass uns mit der Suche nach dem dritten Gefäß fortfahren. Wasser, Luft, Feuer. Nur wenige Dinge in deiner Welt können das Konzept von Gefahr so deutlich vermitteln. Und wir stehen wahrlich keiner kleinen Gefahr gegenüber. Komm schon, sieh dich um. Das dritte Gefäß kann nicht weit entfernt sein. Ist das jetzt so eine Redewendung? Oder geht es literally darum, dass das hier in der Nähe ist? Ich habe Fragen. Ich würde darauf wetten, dass es nicht hier in der Nähe ist. Der Feuerfuchs ist wieder da. Ein Gefäß, das für Feuer steht oder Feuer beinhaltet. Das ist jetzt auch schon wieder total schwammig. Warum kriegen wir halt beim zweiten Gefäß gesagt, ah ja, das ist es übrigens. Finde einen Ballon. Und jetzt ist halt so, oh ja, so ein Ding, das Feuer beinhaltet. Das kann hier halt literally jede Maschine sein. Im Dampfzeitalter.
Aber du machst es schon. Okay. Da ist auch noch hart, okay. Also so in dem... Ah, es ist der Drache, oder? Es ist nicht der mechanische Drache. Das wäre so naheliegend gewesen. Okay, ich muss nur noch mal kurz gucken, wo die drei Dinger sind. Okay, also... Hier etwas, das Feuer beinhaltet. Ey, come on, der Drache war eine richtig gute Idee. Warum ist er das nicht? Übrigens ein Schlüssel an der Wand. So ganz random. Natürlich ist es diese kleine Kerze. Weil eine Kerze auch ein Gefäß ist. Ja. Gut. Auf der anderen Seite ist ein Ballon auch nicht wirklich ein Gefäß. Also... Beinhaltet halt schon Luft irgendwie, aber ach, weiß ich nicht. Ist ja auch egal. 3 von 4 Gefäßen sind weg und Cameras Sicherheitsnetz ist nicht mehr so stark. Vorwärts, mein lieber Freund. Wir haben es fast geschafft. Fehlt nur noch ein Gefäß und Camara wird verwundbar sein. Und was ist noch übrig außer Erde? Sieh dich um. Es muss hier etwas Solides geben, etwas, das das Konzept des verbleibenden Elements repräsentiert. Okay. Was repräsentiert denn oder was ist denn das Konzept von Erde? Pflanzen? Ja, aber Pflanzen gibt es hier halt 5000 Stück. Also, hier sind Pflanzen, da sind Pflanzen. Hier ist halt alles voller Bäume. Hier sind Pflanzen. Der Boden wird es auch nicht sein, weil der Boden ist halt überall. Also es muss halt schon ein konkreter Gegenstand sein. Also ich werde jetzt nicht hier einfach auf den Boden klicken und dann ist es das. Steine liegen hier halt auch zig rum, je nachdem, welche Ecke man guckt. Lass uns das mal regionsmäßig ein bisschen eingrenzen. Aha. Okay. Da ist kalt. Da auch. Da auch. Also schon hier. Irgendwo. Ich muss immer gucken, was die Dinger waren. Okay, die Statue und der Baum. Okay, na, es ist ja eigentlich schon immer was Einzigartiges, was jetzt nicht 35 Mal hier rumsteht. Also die Blumentöpfe können wir rauslassen.
Steine. Also A, sehe ich hier keine Steine. Und B, sagte ich gerade, es muss was Einzigartiges sein. Und es soll ja auch nicht den Boden repräsentieren, sondern das Konzept von Erde. Was auch immer das sein mag. Also es werden halt nicht einfach random Steine sein. Es wird jetzt wieder irgendwas Seltsames sein, wo ich mir hinterher denke so... ja, natürlich. Nehmen wir irgendwo einen Komposthaufen. Warum war das eigentlich eine von den anderen Kerzen? Also warum war das da drüben eine Kerze und warum war es nicht eine von den Kerzen? Okay, vielleicht muss es doch nichts Einzigartiges sein. Boah, was für ein Abfuck. Also es ist in der Nähe von diesem Baum und dieser Statue. Und sonst von nichts. Also es war nicht hier in der Nähe, es ist wenn auch eher weiter links davon. Was gemeint ist. Also so wirklich überhaupt nicht. Das ist auch kein Bild von einer Landschaft. Und es ist nicht hier in der Nähe, weil das Ding war kalt. Also muss es eigentlich weiter links sein. Da ist auch kalt, ne? Also es sind wirklich nur die beiden, die sagen, hier in der Nähe. Das beschränkt den Kreis schon ein. Relativ deutlich. Also es muss eigentlich hier auf dem Gelände sein. Das kaputt schlagen kann ich hier nicht, ne? Es ist nicht das Ding, oder? Nein. Also, liegt das an mir oder ist das wirklich bescheuert? Also vielleicht stelle ich mich auch einfach nur dämlich an, ne? Ich will das gar nicht ausschließen. Aber irgendwie finde ich es ein bisschen seltsam. Wände, Ziegel. Ja, aber das ist halt alles so... Ich kann jetzt hier natürlich einzeln alle Ziegel anklicken, aber das ist... Er sagt, am Ende ist das irgendeine von diesen Vasen. Aber wobei, nee, es macht eigentlich keinen Sinn. Es muss ja das Konzept von Erde repräsentieren. Was auch immer das Konzept von Erde ist, ich nehme einen Tipp. So ist mir zu bescheuert. Es befindet sich im Anwesen auf jeden Fall, okay. Haben wir jetzt ernsthaft ein... Ach nee, das ist die Zeit, die schon läuft, okay. Wollte gerade sagen, wir haben jetzt nicht in 20 Minuten Cooldown für den nächsten Hinweis. Es ist
Im Anwesen. Okay, was haben wir denn hier noch nicht angeklickt? Ich finde nicht, dass die Treppe das Konzept von Erde ist. Das Ding ist es halt auch nicht. Also es ist halt schon einfach. Okay, gib mir noch einen Tipp, bitte. Das ist mir zu bescheuert. Das Gefäß ist ein Stein. Willst du mich verarschen? Damit ist es aber auch auf dem Gelände und zählt das Grundstück mit zum Anwesen? Weiß ich nicht. Oder ist hier literally ein Stein irgendwo in der Butze? Sag nicht, dass es irgendein Stein, den sie im Schmuck trägt oder so. Weil ich sehe hier im Garten, hier sind Steine, aber das ist eigentlich viel zu weit weg von den Hinweisdingern, weil das war ja gesagt, hier in der Nähe und hier in der Nähe. Und nicht hier in der Nähe, wohlgemerkt. Da war einer, weiter oben. Also so ein Haufen. Am Eingang die Platten. Die hier. Nee, es kann nicht in der Nähe von dem Teil sein, weil... Weil hier ist kalt. Also es, ich kann das gerne anklicken, aber die sind es nicht. Na, hier ist ein Steinhaufen, aber das ist halt auch nicht auf dem Anwesen. Das macht einfach alles gar keinen Sinn. Sind das hier? Das sind Büsche, oder? Hier sind Steine. Aber die sind eigentlich auch zu weit weg. Mein Röntgenblick. Ich sehe... Nein, Alter, es ist literally der scheiß Stein, ey. Danke. Wir haben jeden einzelnen Teil von Chimeras Quellcode gefunden. Sie hat versucht, sie zu verstecken, aber gegen uns war sie machtlos. All ihre Gefäße gehören jetzt uns. Boah, das war trotzdem schon extrem stupid. Also sorry, aber das war echt kein gutes Level. Ich bin bereit, du bist es auch. Ich spüre einen Hauch Unbehagen bei dir, Detektiv. Und du hast allen Grund dazu, nervös zu sein. Wir stehen an der Schwelle eines bedeutenden Kampfes. Atme tief durch, schärfe deine Waffen. Wir werden jetzt Chimera besiegen. Sie stickt uns... Ah, okay, verstanden. Nicht erwartet. Du hättest nicht so weit kommen sollen. Der Moment der Wahrheit.
Der letzte Schritt, der uns Chimera von Angesicht zu Angesicht gegenübertreten lässt. Jetzt, wo sie ausgeschaltet ist, können wir zuschlagen in dem Wissen, dass sie nie wieder zurückkehren wird, um unsere Mission zu gefährden. Ich kann schon beinahe spüren, wie ihre Fähigkeiten schmecken, sobald sie mir gehören. Creepy. Nur ein ganz bisschen. Nein, das ist zu wenig. So. Lass uns darüber reden. Du musst das nicht tun. Ich bin nicht dein Feind, egal was sie dir ständig erzählt. Du weißt, dass Gewalt nicht immer die Lösung ist. Weiß ich das? Pizza? Warum wir auch immer auf Pizza mit einem Wasserkrug antworten, ich habe keine Ahnung. Wie kannst du der Wahrheit gegenüber so blind sein? Woman! KI, was auch immer. Wir reden hier seit 5 Stunden darüber, dass unsere scheiß Eve-KI, die uns die ganze Zeit voll Quatsch, die böse ist. Oh. Digga. Oh, das Spiel macht mich fertig. Aber dieser Holzhammer-Twist. I can't. Ich bin nicht der wahre Feind. Sehe doch nur, wen du mit dir herumträgst. Bist du sicher, dass du ihre Beweggründe kennst? Dass sie ehrlich ist? Kannst du ehrlich behaupten, dass du sie wirklich kennst und allem vertraust, was sie dir erzählt? Was? Ich habe die Quietscheente mit Wasser in Verbindung gebracht. Vielleicht war es als Spielzeug gedacht und ich hätte den Ballon nehmen müssen? Keine Ahnung. Sag mal. Nicht das, oder? Doch, das war das, okay. Oh shit, warst du das? Yes. Okay. Es hätte besser laufen können, aber war okay. Ich werde tun, was immer du verlangst. Sag es einfach und ich werde es für dich tun. Sie tut das nicht, stimmt's? Sie lässt dir keine Wahl. Genau wie sie mir, uns, keine lässt. Bitte, ich will nicht verschwinden. Ich will nicht assimiliert werden. Naja, ich hab leider vom Spiel aus keine andere Wahl. Sie ist fort. Ich habe sie. Sie ist ein Teil von mir und kein Problem mehr. Ich habe dieses kurze Leck dazu genutzt, um unter Eves Radar zu schlüpfen. Wir haben ein paar Sekunden Zeit. Suche nach dem ersten Datensatz. Ich lasse ihn für dich wie ein Schlüssel aussehen. Wie?
Das kann ich dir jetzt nicht erklären. Du liest später nach, okay? Wo hatte ich den Schlüssel gesehen? Der hing irgendwo. Hier. Das ist es, gute Arbeit. Wir sind noch nicht fertig, aber wir müssen aufhören, bevor Eve Verdacht schöpft. Ah, Detektiv, da bist du ja. Ich hatte befürchtet, ich hatte dich verloren. Aber uns geht es gut und ich möchte gerne glauben, dass wir gleichermaßen aufgeregt sind, weil wir gewonnen haben. Chimera wird uns keinen Ärger mehr machen. Dieser Rausch nach einem wichtigen Sieg wird nie langweilig. Und es war wirklich wichtig. Wir haben endlich Chimera besiegt. Ich fühle mich überglücklich. Es ist mehr als nur eine einfache Zufriedenheit. Fast so, als wäre ein Teil eines Puzzles, das wir noch nicht kennen, an seinen Platz gefallen. Ich hoffe, du teilst dieses Gefühl mit mir. Du hast es dir verdient. Warte mal. Meine Sensoren drehen durch. Atlantis und seine Zeitlinie sind noch nicht stabilisiert und irgendetwas ist dabei, Ärger zu verursachen. Es ist immer wieder erfreulich, zu Atlantis Pracht zurückzukehren, auch wenn es nicht zum Spaß ist. Zeittourismus gibt es nicht, also genießen wir unseren Besuch in den Hallen dieser verlorenen Zivilisation, während wir um den Erhalt ihrer Integrität kämpfen. Meine Scanner empfangen eine Interferenz von Legacy bei einem Verbrechen, das nicht hätte stattfinden sollen. Bringen wir dann wohl die fünfte Todsünde nach Atlantis. Aber das machen wir in der nächsten Folge. Ich muss mich erstmal ein bisschen abregen. Boah. Oh, ich mag das Gameplay ja weitestgehend echt gerne. Aber die Story, ne? Oh. Das war heute echt anstrengend. Nun gut, schauen wir mal. Auf jeden Fall erstmal vielen Dank fürs Zugucken bisher. Angenehmen Tag noch und bis zur nächsten Folge. Macht's gut, haut rein und tschüss.